Hallo und herzlich willkommen bei Magic Rings. Heute möchte ich euch diesen Ring vorstellen, wie man den ganz einfach machen kann. Man kann natürlich verschiedene Modelle, Farben oder auch natürlich Muster benutzen. Aber heute möchte ich mal diesen vorstellen, wie man den genau macht. Zuerst nehmen wir so einen Ring. Das gibt es verschiedene Größen. Dann müssen wir als erstens die Glanzschicht von dem Ring müssen wir mattieren. Für das nehmen wir so eine Feile. Und am besten nimmt man die grobe Seite, geht viel besser und schneller. Schön überall den Glanz wegreiben. Weil es darf wirklich nirgends schön glänzen, ansonsten nimmt es leider die Farbe nicht an. So. Wenn man das hat, jetzt sieht man, es ist schon weniger Glanz. Damit es noch besser wird, nehmen wir so einen Buffer und mattieren es nochmals. So. Jetzt ist es schön matt. Dann benutzen wir so einen Pinsel und stauben schön, dass es wirklich nirgends etwas Staub drauf ist. Wenn wir den Schritt gemacht haben, habe ich so ein Holzstab und da stecken wir den Ring drauf. Damit der Ring auch so schön bleibt auf dem Stab, habe ich so ein Teil und dann kommt den Holzstab da drinnen. Dann kann man das schön drehen. Dann nehmen wir einen Pinsel, so ein Pinsel und natürlich die weiße Farbe. Mit der weißen Farbe probiere ich den Ring schön überall regelmäßig aufzutragen. Und weil es so schön mattiert ist, haltet die Farbe sehr schön. Und es darf schon recht viel Farbe drauf, also es muss wirklich schön decken. So.
So, jetzt haben wir den Ring schön weiß. Und diese Farbe bleibt jetzt für diesen Effekt herzubringen, bleibt sie jetzt nass. Den nächsten Schritt nehme ich so ein Spitz. Man kann natürlich auch einen Pinsel nehmen, aber ich muss sagen, mit dem geht es sehr, sehr gut. Dann nehme ich die Farbe Mystery Gel heißt es. Gibt natürlich verschiedene. Und dann nehme ich, gehe ich da mit dem Pinsel leicht drauf, nehme ein bisschen Farbe runter und fange an zu Fantasie, grenzenlos bemalen. Da kann man wirklich die Fantasie spielen lassen, wie man gerade gerne möchte. So. Und dann gibt es da schön einen Fantasiemuster. Und wie man sieht, die rote Farbe vermischt sich schön im Weißen. Wo man das Gefühl hat, es ist ein bisschen zu viel Rot gekommen, nehme ich wieder die weiße Farbe, auch wieder mit dem, die weiße Farbe, und gehe über die rote nochmals. Weil es kommen automatisch Muster von ganz alleine. Also da kann man wirklich machen, wie man selber gerne möchte. So. Nun ist es, wenn man gemalt hat und man hat das Gefühl,
so möchte ich es, für mich stimmt es, wird jetzt nun die UV-Lampe 2 Minuten eingeschaltet. Also ich setze den Ring, so wie er ist, in die Lampe. Was sehr wichtig ist, wenn sie die Lampe eingeschaltet ist, zeige ich euch gerade, immer drehen. Drehen, weil sonst kann es, sonst wird es nicht regelmäßig hart. Oben ist gut, auf die Seite ist auch gut, aber unten nicht. Und jetzt lassen wir mal den Ring für 2 Minuten in die UV-Lampe. Nun sind die 2 Minuten durch, dann nehmen wir den Ring raus. Und es kommt ja automatisch, es klebt. Das ist von der Fettschicht. Jetzt nehmen wir so ein Tuch mit Cleaner drauf und putzen oder wischen die Schicht. Geht meistens fast besser ohne den Ding, ohne den Holzstab. Jetzt wird einfach die Fettschicht schön abgewaschen. So. Jetzt haben wir den Ring. Wir wollen aber noch, dass der Ring ja glänzt. Also, dann nehmen wir ein Versiegler. Stellen den Ring wieder da auf den Holzstab. Benutzen wieder einen Pinsel. Und fangen dann an, es schön überall regelmäßig zu versiegeln. Einfach schauen, dass es wirklich überall schön aufgetragen ist. So. Jetzt bei diesem Ring möchte ich gerne noch einen solchen Stein drauf tun. Für das nehmen wir am besten so ein Holzstab. Nehmen mit dem Holzstab ein wenig Versiegler. Und machen da, wo wir den Ring wollen, noch ein wenig mehr. Dann nehmen wir den Stein und setzen es da, wo wir gerne möchten. Damit es besser haltet, brauchen wir da vielleicht noch ein bisschen Versiegelung. Auf die Seite vom Stein. So. Nun ist es soweit. Jetzt kommt der Ring wieder für 2 Minuten in die UV-Lampe.
damit es wieder schön versiegelt kann. Und bitte nicht vergessen, immer drehen, dass es schön überall hart wird und regelmäßig. Jetzt war der Ring 2 Minuten in die UV-Lampe. Nehmen wir ihn wieder raus. Und jetzt ist natürlich wieder, es klebt wieder von der Fettschicht. Jetzt nehmen wir wieder so ein Tab mit Cleaner. Und reinigen den Ring ganz schön, dass wirklich überall keine Fettschicht mehr dran ist. So, und nun ist der Ring schon fertig. Und wie man sieht, jeder Ring wird anders. Man kann es wirklich die Fantasie freilaufen lassen. Also jeder Ring wird anders und jeder hat seinen eigenen Charakter. Also sozusagen ein Einzelstück. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas Freude machen und dass es euch auch gefallen hat. Beim nächsten Video werde ich einen Ring machen, wo wieder total eine andere Charaktere zeigt, mit anderen Farben, andere Modelle und ja, ich sag nur, lasst euch überraschen. Ich bin froh, wenn ihr das nächste Video auch noch anschaut. Ihr dürft diesen Video auch gerne weiterteilen und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Danke vielmals und bis bald. Magic Rings.